nennen wir es einfach Sondersendung bei Frequent Traveler TV. Die ITA hat ein Beteiligungsangebot bekommen von der Lufthansa, wie man so sagt. 40% möchte Carsten Spohr da einbringen. An dieser Stelle, Mario. Tja, interessant. Ich meine, ein Thema, was wir schon lange hatten, aber die Details sollten wir wie immer besprechen nach dem Intro. Geht's auch los. Trotz des Angebots nicht kirre werden, 40% ist viel Geld. Abonnieren, Glocke anmachen, kommentieren und vor allem ganz, ganz wichtig, diesen Beitrag liken. Danke, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Wir müssen auch eine Sondersendung machen. Warum? Weil ich habe es ehrlicherweise verpeilt beim Lufthansa Group Update. Aber Mario sagte, nee, wir waren eh zu lang, lass uns eine Sondersendung machen. Also machen wir eine Sondersendung, Mario. Worum geht es? Ja, es geht um ein Thema, was uns auch schon im Grunde, glaube ich, auch das gesamte letzte Jahr begleitet hat. Nämlich der, sagen wir es, der Hunger der Lufthansa auf die Gesellschaft, die aus der Alitalia hervorgegangen ist, kann man gar nicht sagen, aber die Neugründung nach der Alitalia, die ITA. Dort hat die Lufthansa großes Interesse einzusteigen. Gab ja am Anfang, wollte man so leichte wirtschaftliche Verknüpfungen haben. Und jetzt liegt angeblich, die Lufthansa hat es ja nicht kommentiert, ein Angebot vor, dass man sich tatsächlich mit 40% an der ITA beteiligen möchte. Und wir wissen ja, dass eine große amerikanische Fluggesellschaft, die Delta, wohl auch ernsthaftes Interesse hat. Es gab ja wohl auch schon Angebote. Einmal hat die Delta für 10% 100 Millionen geboten, Euro, und die Lufthansa für 15% 150 Millionen. Komisch. Und jetzt aber ganz konkret 40% an der ITA. Das ist zwar noch keine Mehrheitsbeteiligung, aber ist ja ein großer Schritt in die Richtung, die Gesellschaft irgendwann mal zu beherrschen. Ja, Herr Korsten, was sagen Sie dazu? Also im Prinzip will Carsten Spohr noch mal richtig so auf Einkaufstour gehen? Ja, also ich sage zwei Dinge dazu. Also die erste Sache, die ich dazu sage, ist, Lufthansa würde gerne so eine Friends with Benefits-Geschichte machen. Aber die Italiener suchen eher was Festes. Also insofern ist das die Umschreibung. Das ist, ja. Muss man so sagen. Und die ITA hat ja auch gesagt, der CEO oder Verwaltungsratschef Alfredo Altavilla, es wäre dusselig, wenn man, das sind jetzt meine Worte, es wäre halt dusselig, wenn man es alleine bleiben wollte, weil man hat es damals ja auch mit der Alitalia nicht alleine geschafft. Ja. Aber die Frage ist und bleibt natürlich, was bedeutet das für uns als Konsumenten? Denn wenn die Lufthansa da reinsteigt, dann wird das genau das gleiche Modell sein wie bei der Swiss, wie bei der Austrian, wie bei der Brussels. Ja. Es wird halt so sein, dass wir in Rom oder Mailand vielleicht einen Hub kriegen von der Lufthansa, die dann Alitalia gemacht wird. Und wir fliegen dann mit der Alitalia, haben aber dann auf einmal eine weiße Lackierung. ITA. Also, die dürfen aber den Namen Alitalia nutzen. Also insofern ist das ja okay, die nutzen es halt nur. Ja, ja. Also insofern hätte die Lufthansa dann Fuß. Und mich wundert halt immer wieder, dass gesagt wird, dass Italien der zweitwichtigste Markt für die Lufthansa ist. Und warum möchte die Delta da Fuß fassen? Natürlich, weil es einmal SkyTeam ist. Die Delta ist ja auch beteiligt an Green zum Beispiel. Die haben ja auch eine Raffinerie. Also die sind immer sehr, sehr diversifiziert. Und die wollen halt in Europa Fuß fassen und das Ganze sichern. Weil natürlich für die das einfacher ist, über Italien zu kommen, als was Eigenes anzufangen. Zumal natürlich, dass die anderen SkyTeam-Freunde KLM und Air France unfreundlich empfinden würden und sagen würden, da ist keine Liebe im SkyTeam und würden da keine Nein, Amore. Das würde ich auch so sehen. Ja, da ist keine Amore. Nein, ich glaube natürlich, dass Air France KLM lieber möchte, dass die Delta die Hubs in Paris und Amsterdam nutzt, statt ein eigenes in Rom oder Mailand aufzumachen für Europa. Denn dem geneigten Fluggast dürfte es relativ egal sein, ob er in Amsterdam, Paris oder Mailand umsteigt. Hauptsache gute Umsteigeverbindung kommt dann in die Stadt, in die er dann gerne hin möchte. Und insofern würde ich dir da recht geben. Da ist wahrscheinlich dann wenig Liebe im SkyTeam.
Ja, und da geht es halt ums harte Geschäft. Und man muss halt natürlich auch sagen, die Freunde von ITA haben ja auch lustigerweise 59 Jets bestellt bei Airbus vom A220 bis zum A350. Und möglicherweise waren das alles Buden, die auch im Lufthansa-Konzern vertreten sind. Tja, merkwürdig. Merkwürdig. Irgendwer muss die Dinger ja auch warten. Nein, ist schon klar. Vor allen Dingen sollte die Lufthansa dort natürlich einsteigen, müsste man ja auch sehen, was wird dann aus Air Dolomiti. Das müsste man ja irgendwie verknüpfen. Es macht ja irgendwie wenig Sinn, dass man sich dann im eigenen Hause mit Nahverkehrsflugzeugen auf diesen Strecken nach Norditalien von welchem deutschen Flughafen auch immer gegenseitig Konkurrenz macht. Ja, das ist dann auch die Frage, ist das Ende von Air Dolomiti, also zumindest als eigenständige Marke? Ja, gehört ja schon 100% zum Lufthansa-Konzern, also insofern ist das so ein klar. Thema. Vielleicht so ein Germanwings-Ding, dass die auch vom Markt einfach verschwinden. Ja. Oder Air Dolomiti bleibt und ITA geht. Kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, wie die Süditaliener es finden, wenn sie in ein Air Dolomiti-Flugzeug aus Norditalien quasi steigen müssen. Ich weiß nicht. Aber was haltet ihr davon? Ich würde sagen, kommentiert das. Ja, und die Frage natürlich, wie immer, auch an dich. Was bedeutet das für uns dann in Zukunft, wenn auch noch Italien sozusagen zur Achse Österreich, Schweiz, Italien, Deutschland gehört, Belgien nicht zu vergessen. Ja, ganz genau. Aber das Grundproblem für uns als Konsumenten ist halt einfach, dass der Markt halt enger wird und dass die Preise halt immer wieder monopolisiert werden. Natürlich wird man natürlich durch die externe Katar-Geschichte, die wir ja auch besprochen haben, natürlich wieder in Bewegung bleiben. Aber innereuropäisch werden die Preise halt steigen, was man ja immer an der Strecke zum Beispiel München-Zürich sieht. Und Mailand war ja immer ein Garant dafür, dass es billig war, weil die Lufthansa da natürlich immer den Druck auf Alitalia aufrechthalten will. Also insofern, ich glaube einfach, aus Lufthansa Group Sicht macht es Sinn. Für uns als Konsumenten macht es das klar. Keinen Sinn. Wobei ich aber selber die ITA oder Alitalia, egal wie man die Bude jetzt nennt, schon gerne bei der Star Alliance zumindest sehen würde. Also ich glaube, dass das eine Komplementierung wäre. Das stimmt. Weil das Produkt ist schon cool. Ja. Kommentieren. Ja, genau. Ja, vielleicht auch noch sozusagen aus strategischer Sicht, auch für uns als Fluggäste oder Kunden. Eine große, starke Lufthansa hat natürlich größere Chancen, auch längerfristig am Markt. Überleben ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber am Markt auch stark zu bleiben, um sich auch gerade gegen die Luftfahrtgesellschaften aus dem Mittleren Osten, Nahen Osten und wo auch immer durchsetzen oder standhalten zu können. Ja, also das ist halt ganz wichtig und man will halt wirklich damit die Air France, Delta und KLM ausboten und man kann natürlich auch jetzt einfach sagen, dass das, weil sie halt nur, deshalb sind sie auch nur sporadisch im Sky-Team, ne? Ja, natürlich. Also wir wissen natürlich auch beide nicht, was da im Hintergrund schon für Gespräche gelaufen sind, von der die Öffentlichkeit vielleicht nie etwas erfahren wird. Aber irgendwie hatte man ja auch das Gefühl seitens der ITA, dass da eine gewisse, wie du es immer sagst, eine gewisse Liebe zur Lufthansa besteht. Also insofern, ganz unrealistisch ist diese Offerte, auch dass sie umgesetzt wird, eher nicht, würde ich sagen. Ne? Nein, ganz unrealistisch ist sie nicht. Und natürlich wollen sie auch zur Lufthansa gehen, weil die Lufthansa das, was sie tut, das kann sie. Also das ist jetzt ganz ehrlich so, das muss man auch sehen. Die können das, die haben damit Erfahrung. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine Klitsche oder ich hätte fast gesagt Bumsbude. Also die können das schon. Also da muss man ganz ehrlich sein. Also in mir pochen zwei Herzen oder wie das immer heißen mag, weil es halt auf der einen Seite cool wäre, auf der anderen Seite uncool. Aber an dieser Stelle, denke ich, würden wir uns fast nur noch wiederholen. Ne? Also würde ich einfach würde ich auch sagen. Kommentieren. Kommentieren. Ne? Ja,
kommentiert das. Ja, das war dann das kleine Special zur Lufthansa und zur ITA. Ganz genau. Und da bleibt uns nur, weil bei dir wird ja schon wieder randaliert. Jawohl. Zu danken, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, quasi der Sondersendung bezüglich der ITA möglichen Übernahme durch Lufthansa, zumindest eine Beteiligung 40%, weil wo 40% beteiligt werden, ist ja auch eine 100% nicht weit weg oder eine Mehrheitsbeteiligung zumindest. Eine echte Mehrheitsbeteiligung, so ist das. Über 50%. Und abonnieren, Glocke an, kommentieren und liken. Kommentiert unten, weil das ist für uns wichtig. Ja, und ganz wichtig, verpasst nicht das tägliche Update, Frequent Traveler TV Update von Lars. Eine super Sache, schnell, umfassend und kompetent informiert und das täglich. Also dranbleiben. Tschüss. Bis dann, ciao. Take-off auf die Bude übrigens bei mir morgens. Bis dann, ciao. Was habe ich gesagt? Update, aber mir passierte das auch am Anfang. Ach so, take, ja, ich habe die ganze Zeit, weil du, ja, nein, take off heißt es, ich wollte es auch die ganze Zeit sagen, oh Gott, ja, es liegt an der Müdigkeit. Also, trotzdem danke und wir winken einfach nochmal, jetzt ist aber wirklich Schluss, bis dann, tschüss. Ciao.